Und auf jeden Fall hat er, glaube ich, eine große Größe für das Verhütungsmaterial genommen. Dann ist tatsächlich das Verhütungsding in mir stecken geblieben. Ich bin noch nie nackt an auf einem Set rumgelaufen. Du! Wann? Na klar, Staffel 3. Im Pool, ihr wart nackt baden. Okay. Ich habe noch nie den Womanizer benutzt. Man muss da einfach einen. Ich hatte noch nie Sex vor einem Fenster. Ah, ich habe immer nur im Erdgeschoss vom Fenster Sex. Aber Maxine, dann liegt es vielleicht auch einfach an dir. Wir spielen Ich hab noch nie. Es ist ein sehr simples Spiel. Juhu. Ich hab noch nie das und das gemacht. Wenn man es gemacht hat, muss man trinken. Gibt's noch neue Fragen, Jonas? Es ist wirklich so. Also diese, ich möchte an der Stelle auch einfach mal, ich weiß die Fragen noch nicht, aber ich verlasse mich auf die Community. Ich mache einfach ein Herz und sage danke, dass ihr so kreativ seid und euch so viele neue, tolle Fragen Das überlegt. Herz Danke, Trippelherz machst du aber. Ach, wir werden noch mal mehr, ja. Larissa ist da. Wir spielen jetzt, ich habe noch nie. Ich habe noch nie einen Sexunfall gehabt. Was heißt das? Ein Unfall beim Sex. Ein Autounfall. Hat sich zum Beispiel jemand den. Ein Autounfall kann ja sein. Okay. Okay, Larissa hat anscheinend einiges erlebt. Sie sagt, Flasche-Exen. Larissa, damit hast du dir jetzt. Ja, du kannst jetzt voll erzählen. Du hast dir das Spotlight erkämpft. Was ist dir Nee, passiert? also ich kann jetzt nicht. Ich wollte das nur kurz. Also, Du musst, also das ist das, du musst eine Story, wenn du sagst, du müsstest sonst exen, eine Story musst du erzählen. Ach, das ist aber mega unangenehm. Das ist ja nicht Ja, schlimm, du dafür hast sind wir es ja echt. hier. Das kann ich wirklich nicht erzählen. Aber das geht wirklich gar nicht. Andeutungsweise? Also. Ey, warum komm hoch? Der Schniepel war, glaube ich, so winnie-winzig, dass, und er wusste, glaube ich, seine, ne, Verhütungsgröße nicht. Und auf jeden Fall hat er, glaube ich, eine zu große Größe für das Verhütungsmaterial genommen. Dann ist tatsächlich das Verhütungsding in mir stecken geblieben. Oh. Das ist ein Unfall. Weil Das ist es ein so Unfall. abgeschaltet Das geht nicht mehr. Und aber wurde das dann wieder rausbekommen? Das ist eine andere Geschichte. Also, Kinder, passt auf. Mehr dazu nach dem Stream, Kinder, bitte. passt auf, wenn die kleine Dinge. An der Stelle natürlich an alle Zuschauer, jede Penisgröße ist völlig in Ordnung. Man muss halt nur das richtige Verhütungsmittel dann wählen. Ihr müsst Ja, euch nicht das denken für die irgendwas. richtige Genau. Größe. Ja, genau. Einfach nur. Ihr seid alle so nett und sympathisch, schreiben wir alle. Und ja, einige von uns haben ein Kondom in sich. Immer noch. Nein, nein. Ich habe noch nie jemanden im Club angetwerkt oder mich einfach antwerken lassen und habe nichts dagegen getan. Das könnte schon noch passiert sein. Sollen wir noch dazu sagen, von einem Fremden? Was war die Frage? Ja, könnt ihr euch alle nicht mehr daran erinnern, wie es war in den Clubs? Was? Von einer Fremden? Ja, von irgendjemandem. Ja, aber das kann ja auch sein, dass man mit der Person zusammen ist. Ach so. Ja, dann zählt's auch. Das zählt einfach alles. Ich fände die Frage lustiger, wenn es von einem Fremden wäre. Dabei steht hier ja nicht. Das hat Ja, okay. Cookie Aber Liners verhauen einfach. safe. Ja, es wäre lustiger gewesen. Sind natürlich trotzdem sehr dankbar dafür. An der Stelle Ja, ganz auf viel jeden Fall. Liebe Tolle und. Frage. Ein Wort hat gefehlt, aber tolle Frage. Ich bin noch nie nackt. Auf einem Set rumgelaufen. Nackt? Nackt? Nein, nackt. Also nur Ja, innerhalb von Zimmern. Ja. In einem eigenen Zimmer, aber nicht nackt. Ja, Doch. Wenn man, nachdem man geduscht hat. Ah, die trinkst du? Nein, ich wollte nicht deswegen Du! trinken. Wann? Na klar, Staffel 3. Im Pool, ihr wart nackt baden. Jonas und ich. Ich weiß nicht, wer. Ja? Aber ihr wart doch nackt baden, oder? So gesehen nicht. So gesehen nicht, okay. Okay. Ich habe noch nie den Womanizer benutzt. Das ist ein Sexspielzeug. Ja. Was ist das? Das ist nur für Frauen, oder? Was ist das? Ein Sexspielzeug. Was für eine Art? Es gibt Ja, ja was? irgendwie. Deswegen, ich glaube, du musst da einfach ein. Also bei mir wurde tatsächlich in letzter Zeit zu viel gesperrt, deswegen kann ich jetzt dazu nichts ausführen. Alles Oh, klar, bis dann. die wurden Benutzt ihr schon den jetzt gesperrt. gerade, Maxim? Nee, ich wollte nur kurz gucken, ob ich im WLAN bin, weil ich habe gerade schon die Nachricht bekommen, dass 80% meines Datenvolumens Oh weg Gott. ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hatte Ja, noch nie Sex vor einem Fenster. Ahnung. Es war sogar in Frankfurt. Ich nicht. Nice! Ich, also, ah, das habe ich gesehen! Ja.
Ich glaube echt noch nie. Noch nie von einem Fenster? Also so wirklich genau von einem Fenster ist damit gemeint. Ja, ne? Ich auch nicht. Also wirklich nee, am Fenster, dass man sich bewusst, also ne, klar, ja. Es kann natürlich random immer offen sein, aber dass man schon sagt, nein. Wir stellen uns jetzt bewusst ans Fenster. Nein. Das ist noch nie vorgekommen? Noch nie. Wir waren in voll dem krassen Hochhaus und wir hatten voll die nice View über Frankfurt. Da sind ja die ganzen krassen Hochhäuser und dann hat es dort angeboten. Boah, ich würde schon sagen, dass wir, weiß nicht, mindestens irgendwie 15 oder 20 oder so. Ja, krass. Ich habe immer nur im Erdgeschoss vom Fenster 6. Vom Spielplatz, Jonas. Ja, genau. Das ist so ein bisschen, das gibt mir irgendwie so eine unfassbare Idee. Da bin ich ganz ehrlich, das ist irgendwie... Kann das jemand klippen? Alter. Sollte man natürlich nicht öffentlich... Oh, wir sind live. Okay, Leute, ich habe noch nie in die Hose gepinkelt. Safe als Kind. Ja, ja, bestimmt. Klar. Also alles so stolz, ja. Ja. Jonas, Leute, die in die Dusche pinkeln, haben auch damit kein Problem. Ist so. Ich habe noch nie gedacht, dass ich selbst mit einer der schönsten Personen der Welt bin. Der Welt. Oh, ne. Wir alle sind so hässlich. Adi, Lea, Maxine, Paula, Larissa, Ina, Vanessa, Jamie, warum trinkt ihr denn jetzt alle nicht? Bob ist so Nein. War das süß gemeint? Ich hoffe es. Nee, ich wollte es eher so ein Cringe-Kompliment, weil es war so eine Cringe. Aber es war natürlich nur lieb gemeint. Natürlich. Ich hab's auch cringe aufgenommen. Ich auch. So war es auch gemeint, Adi. Jamie geht jetzt und kommt auch nicht mehr wieder. Der, ja. Jonas, bis wohin sieht man das im Video? Euren Womanizer? Nee, weil mein Top war gerade komplett hochgerutscht. Ich hab's aber nicht gefunden. Das sieht man aber nicht. Also das können wir nicht sehen. Ich habe noch nie, nachdem ich in einer Bar war, Sex gehabt. Das stimmt, oder? Okay, jetzt gibt es zwei mögliche Szenarien. Entweder man hat eine Person, die man schon kennt, mit der sich in der Bar verabredet, oder man hat die Person in der Bar kennengelernt. Deswegen erweitern wir die Frage um zwei weitere Fragen. Ich habe noch nie, nachdem ich mit einer Person, die ich bereits kannte, mich in der Bar getroffen und danach hatten wir Sex. Ja. Okay, alles klar. Lass uns dafür, bevor wir die zweite Frage stellen, noch mal kurz die Zeit nehmen. Was sind für euch so, klar, es hat eh alles zu, aber man kann natürlich auch über Gerichte sprechen. So, nehmen wir mal an, man hat ein Date. So, vielleicht ist es das erste Date, das zweite Date, so irgendwas in diese Richtung. Was ist für euch der perfekte Ort? Was ist das perfekte, wenn man was isst? Was ist das perfekte Gericht? Wie, worauf kommt es an? Komplett los. Ein magischer Date-Ort. Ein magischer Date-Ort? Nicht überall, wo Alkohol ist, oder? Gute Antwort. Ja, okay. Wie soll denn sonst Stimmung aufkommen? Wie soll denn sonst der Feenstaub rauskommen? Und wenn was gegessen wird, wenn man sich so auf, wenn man was kocht oder was gemeinsam isst oder so, was findest du das perfekte Gericht? Oh, Sushi ist sehr gut und dazu ein Glas Wein. Maxine, wie ist es bei dir? Was ist der perfekte Ort? Und ja. Boah, ich habe mal auf Instagram von so einem Travel-Couple gesehen, dass die so irgendwie so ein Date hatten auf Bali, wo die irgendwie in so einem Infinity-Pool waren und da so angefangen haben, morgens irgendwie erst mal so das Floating Breakfast. Ja, okay. Und dann waren die danach irgendwie im Heißluftballon und sowas. Also sowas so ist halt schon richtig crazy. Und die eine Szene aus 50 Shades of Grey wird mir auch nicht das Kopf, wo er sie im Helikopter abgeholt hat, um mit ihr ins Restaurant in eine andere Stadt zu fliegen. Das fand ich auch wirklich crazy. Okay, das ist ein sauspannendes Thema. Findet ihr also so Flexen beim ersten Date sympathisch? Also ich habe schon so Stories gehört. Nee, so haben wir, nee, weil teilweise wurde mir auch so erzählt, da wurden so, da hat das Mädchen... Du hast nach dem Magic Moment gefragt. Nach dem Magic, das ist... nicht beim ersten Date, stimmt. Ja, es geht dann einfach um generelle Dates und irgendwann sollte dann auch der Flex ausgepackt werden. Weil irgendwann ist es dann schon auch... Naja, wenn man in einer Beziehung ist und man weiß... Also ich meine, ich war jetzt persönlich noch nie auf einem Date, das so war. Okay. Aber... Ich kann dir halt auch einfach mal Mühe geben, Jonas. Ja, aber Maxine, dann liegt es vielleicht auch einfach an dir. Oh. Richtig, dass ich nicht im Heli abgeholt werde, ich bin auch einfach zu doof dafür. Ja, und bei euch so? Ja. Bei dir geht's gut, und dir? Ja. Ja. Ach, Jamie hat sein normales Kostüm dabei, super. Oh, du siehst aus wie so ein Osterglöckchen. What the fuck? Nein, Jamie ist nicht betrunken, möchte ich an der Stelle. Bin ich wirklich nicht. Alles gut, jetzt reicht's.
Ich will ja schon denken, dass ich irgendwie auf Drogen bin oder so. Ja, das wollen wir hier nicht. Niemand ist hier. Es ist eine ganz normale Party.